Der wahre Glaube schafft Wunder, wenn der Gläubige gegenüber seinen Mitmenschen offen ist und vergibt. Daran erinnerte der Papst in der Frühmesse an diesem Freitag. In seiner Predigt in der Casa Santa Marta sprach Franziskus über die Hilfe Gottes, die den Gläubigen niemals zu einer egoistischen und profitorientierten Religiosität führt. Das Tagesevangelium stellt verschiedene Lebensmodelle vor. Die Verfluchung des Feigenbaums sei ein Zeichen für ein steriles Leben, das sich nicht um das Gute kümmere, so der Papst. Jesus verurteilt die geistliche Sterilität, das führe zu einem geistlichen Egoismus. Ein zweites Lebensmodell, welches das Tagesevangelium vorstellt, ist jenes der Profitorientierten im Tempel. Sie nützen auch den heiligsten Ort aus, um an ihre Geschäfte zu denken. Ihr Gott ist das Geld. Doch Jesus habe eines klargestellt: Sein Haus ist ein Gebetshaus und kein Ort für Geschäftemacherei. Die dritte Lebensart hingegen ist das Glaubensleben, wie es Jesus aufzeigt, und zwar ein absolutes Vertrauen in Gott, so der Papst. Das dritte Lebensmodell ist also jenes, einen festen Glauben haben, um anderen Menschen zu helfen, und dies schafft Wunder. Das sagte Papst Franziskus an diesem Freitag über das Tagesevangelium in Markus Kapitel 11, Vers 11 bis 25. La fede per aiutare gli altri, per avvicinarsi a Dio. Questa fede che fa miracoli.